Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ja, wir waren hier zuletzt bei dem Quest Derfels Laboratorien und jetzt können wir die Krone auch überbringen, die wir ja jetzt haben. Und ich bin schon mal hier wieder zum Haus gelaufen und deswegen geben wir die jetzt mal ab, in der Hoffnung, dass der Quest dann auch wirklich endet. Ich weiß es nicht. Hier, Amrüntischer Reif. Der Amrüntische Reif. Ich würde ja gerne einen Vortrag über diese ereignisreiche und schmutzige Geschichte dieser Krone halten, aber dafür ist keine Zeit. Denn wisst ihr, ein Mann namens Keurig Shaster hat euch bis hierher verfolgt. Er und seine Söldner warten draußen und dürsten nach meinem Blut. Mhm. Wie haben sie euch gefunden? Ich muss gestehen, die Arbeiten, die ihr für mich erledigt habt, dienten nur einem einzigen Zweck. Ich habe auf den Tag gewartet, an dem ich Keurig endlich wieder entgegentreten kann. Ich habe euch die Arbeiten angetragen, um mich für diesen Kampf zu wappnen. Sie sind euch zu mir gefolgt, genau wie ich gehofft hatte. Und jetzt brauche ich eure Hilfe, um sie zu bekämpfen. Ja, toll. War ja klar, dass er Dreck am Stecken hat. Wer ist denn dieser Keurig Shaster? Das ist der Mann, der meine Frau Jera ermordet hat, als Matic Stacyn angeheuert hatte, mich zu töten. Keurig trachtet mir schon lange nach dem Leben. Und jetzt hat er umso mehr Grund dazu. Er will, dass die Wahrheit über Jeras Tod mit mir stirbt. Ja, das ist natürlich blöd. Töten wir ihn. Könnt ihr das nicht alles bereinigen irgendwie? Mit Keurig gibt es nichts zu bereinigen. Er oder ich. Das ist alles. Na gut. Und jetzt geht und stoßt draußen zu mir, damit wir unsere Gäste begrüßen können. Geht klar. Lebt wohl. Wir töten den. Los geht's. Auf in die Schlacht. Gegen Keurig und seine Bande. Juhu, da sind sie alle schon. Hier muss ich runter. Mit Keurig Shaster kann man nicht vernünftig reden. Wir müssen ihn jetzt töten. Okay. Es ist eine alte Krone für alte Könige. Mehr möchte ich darüber nicht sagen. Nicht, dass da irgendwas noch irgendwie steckt. Dran. Kandrian war einst ein kleines Königreich, dessen Grenzen auch das Land Akkad haben. Ja, okay. Heute ist es kaum mehr als eine baufällige Festung über... Blabla, los geht's. Es endet doch immer mit Blutvergießen, richtig? So, alle erledigt. Keurig Shaster hat mir seit 15 Jahren nach dem Leben getrachtet. Zum Glück ist der Dreckskerl endlich tot und ich kann den Rest meiner Tage mit Reisen zubringen. Kehrt zu meinem Haus zurück. Im Kamin findet ihr eine Geheimtür zu meiner Schatzkammer. Alles darin gehört nun euch. Alles klar. Cool. Und natürlich hier die Leichen, die vielleicht auch noch was für mich haben. Die beiden zum Beispiel, die hier so schön fröhlich auf dem Weg liegen. Nee, die gucke ich mir gar nicht erst an. So, und er haut jetzt einfach ab und wir gehen jetzt in sein Häuschen und gucken mal, was er da denn bei seinem geheimnisvollen Kamin hat. Ich wusste ja damals schon, dass da ein Versteck ist. Ah, oh, wie cool, voll die Geheimtür. Yay. Jawohl, Inventar ist voll. Ach, wie mich das immer nervt hier. Dann pack das mal weg. Brauchen wir alles nicht. So. Nimmer. Ja. Ist bestimmt gleich wieder voll. Was haben wir hier noch? Oh. Die Truhen sind mir gerade wichtiger. Höllenflug. Haben wir das nicht schon an? Haben wir das jetzt... Nee, haben wir nicht. Plunder. Dann muss das hier auch nochmal weg. Und dann können wir das auch nehmen. Jawohl. Alles unser Gold. Ja, natürlich, die Goldmünzen, die nimmt sie natürlich so, aber der Rest, oh, das ist so dumm mit dem Kram hier. Und vor allem, was mache ich jetzt eigentlich mit diesen ganzen, was mache ich denn bloß mit diesen ganzen Goldklumpen? Goldklumpen. Gold, für den man viel Geld bekommen kann. Silberklumpen. Ich meine, wenn wir das direkt zum Plunder, dann, ja, aber dann ist es ja nicht weg, ne? Das ist ja doof.
Können wir nicht irgendwie was benutzen oder so? Was haben wir denn hier an... Was ist das überhaupt? Ist nachts ein Langschwert? Das brauche ich nicht. Ich will keine Langschwerter haben. Und können wir hier uns mal entscheiden irgendwie? Nee, ne? Weil ich das nicht kann. Haben wir noch vielleicht in der Rüstung was? Was ist das? Das ist unsere Maske. Die wollen wir behalten. Ja, das ist ein gutes Teil. Müsste man eigentlich nur noch ausbauen. Und das müsste man eigentlich auch nur ausbauen. Wie sieht's aus mit den Stiefeln? Die können weg. Okay, gut. Dann muss ich jetzt leider den Plunder hier noch zerstören. Damit du hier den Kram nehmen kannst. Ja, das ist schon... Was ist hier noch eine... Ach, das ist noch eine Kiste, die... Ah, okay. Ja, gut. Der Rest ist jetzt erstmal egal. Kannst du die Geheimtür wieder zumachen? Ich will nicht, dass mein Versteck... Das ist jetzt mein Versteck. Und auch die Sachen hier, die gehören ja auch uns. Ja, die gehören jetzt auch uns. Gucken wir mal, was er da noch drin hat. Mit unseren zwei Dietrichen, wenn sie jetzt nicht kaputt gehen. Wenn sie jetzt nicht kaputt gehen. Geschafft. Dolche, bla. Okay, wollen wir nicht. Ja, dann geh mal raus. Ich habe nämlich was Großartiges mit euch vor. Ich möchte in diesem Part es nochmal mit der Maid aufnehmen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Quest Maid. Ich versuch's einfach mal und wenn es halt wieder nicht klappt, dann klappt es halt wieder nicht, ne? Kennen wir ja schon. So, gehen wir da mal wieder hin. Hier waren wir auch schon länger nicht. Trotzdem müssen wir jetzt hier wieder raus. Zack, wieder raus. Genau, ich habe keine Ahnung, wie gut ich mittlerweile bin und ob ich bereit für die Maid bin, aber probieren geht über studieren, deswegen laufe ich mal und werde wohl die Gegner da vorne auch nochmal besiegen müssen, leider. Hier die Borats. Das ist ja schon mal gut, dass das hier so, dieser kleine Viehmist so schnell tot ist. Weg waren sie. So. Jetzt muss ich hier eine Runde um den Stein drehen und dann muss ich hier irgendwie nicht durch, weil da oben kann man runter. Ich bin jetzt irgendwie doof gelaufen, ne? Ja, ich... Ach! Ja. Also ich weiß, dass das hier früher schon wesentlich länger gedauert hat. Wenn wir Glück haben, sind wir stark genug, dass wir die Maid jetzt auch mal endlich klein kriegen. Wäre gut. Wäre echt gut. Ich werde dann auch dann gleich noch mal ein paar Tränke nehmen. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Ja, ich laufe hier einfach mal. Kann ich da nicht... Wo muss ich eigentlich hin? Muss ich nicht sogar hier lang? Ja, ist schon Hammer. So mit einem Schuss kriegen wir die jetzt klein. Das war natürlich vorher auch nicht so. Warum komme ich jetzt hier nicht gerade dahin, wo ich hin will? Muss ich hier irgendwo hochklettern oder so? Bin ich hier irgendwie... falsch? Ja, hier geht's nur wieder runter, wo ich ja gerade eben schon war. Und ich soll ja da lang. Hä? Muss ich irgendwie hoch? Höher? Irgendwie da oben hin? Wie komme ich denn da oben hin? Ach, ich muss hier wahrscheinlich erstmal runter und dann noch weiter nach Norden laufen und dann eine Runde drehen, ne? So, lauf mal weiter. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, dass es auch so ein Weg irgendwie geradeaus immer ging, genau. Ja. Oder? Bin ich jetzt völlig falsch hier? Hey, jetzt bin ich doch schon vorbei. Kann ich da nicht direkt hin? Hä? Laufe ich nochmal von hier los? Gibt's ja wohl nicht. So, dann nochmal von hier loslaufen. Ich glaube, die greifen mich auch gar nicht an, weil sie wissen, dass sie nicht stark genug sind. Das ist ein gutes Zeichen für die Gegend hier. Ich will zum gelben Kreis. Warum komme ich da nicht hin? Bin ich wieder hier?
Hä? Ach Leute, so wird das natürlich nichts mit der Maid, wenn ich das da nicht finde. Warum musste ich da irgendwo rein? Ja, ich möchte nach Windemeer. Ich glaube, ich muss hier rein. Ne? Ne? Ich muss hier rein. Ah, und dann finden wir die da hinten. Genau, weil wir sollten ja zu ihrem Schloss damals. So, gutes Zeichen. Immer noch, dass das hier so... Mann, jetzt sind es aber schon wieder 10 Minuten vergangen und ich weiß, dass ich halt einfach ein bisschen Zeit brauche für die Maid. Aber der Weg gehört halt gerade einfach dazu, ne? Eigentlich. Hm. Ui, ui. Okay, laufen wir weiter. Oh, und dann müssen wir noch hoch zu ihrem Schloss und so. Da sind bestimmt jetzt auch die ganzen Gegner wieder da. Das ist natürlich jetzt ätzend. Ja, warum nicht gleich nach Windemeer? Das war jetzt ein bisschen blöd. Lasst ihr mich in Ruhe? Natürlich nicht. Sobald ich denke, dass ihr mich in Ruhe lassen, greifen sie mich natürlich an. War ja klar. Renn, 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 renn. Ich bin jetzt hier hin, weil... Aber ich glaube, ich komme von hier aus nicht zum Schloss, ne? Ach, guck mal, hier haben wir sogar noch so einen Stein. Wenn ich den Rest meines Lebens verbringen muss, ohne dass er es weiß, nun, dann werde ich das. Vielleicht ist es das Beste. Es ist edel. Ja, ich könnte es jemandem sagen, doch das wäre nur Betteln um ein Lob. Was es zu einem Akt der Güte macht, ist gerade, dass niemand es weiß. Oder zumindest, dass niemand muss wissen, dass sein Pfeil das Ziel verfehlte. Er hat die Stadt gerettet. Er ist ein Held. Ich würde jetzt gerne mal eigentlich so ein rotes Kreuz haben für die Maid, weil das ist mir hier echt gerade zu doof. Und wisst ihr was? Bevor die Zeit jetzt hier drauf geht für doofes Rumlaufen, weil ich die Maid suche, mache ich mal einen Cut und wir sehen uns gleich bei der Maid wieder. So, da bin ich wieder und ich habe die Maid endlich gefunden in ihrem Schloss. Und von daher würde ich sagen, let's go und wünscht mir viel Glück. Und ja, mal gucken, wie es diesmal so läuft. Ein paar Level stärker. Ein bisschen bessere Rüstung und Waffen. Nicht unbedingt viel Lebenstränke, aber wir können ja noch mal ein bisschen hier an... Genau, wir nehmen jetzt hier mal so ein paar gute Sachen. Das sollte uns vielleicht auch noch mal ein bisschen helfen. Den Blutungsschadenangriff ist super. Immer rein damit. Und dann so, und das war's. Endlich begegnen wir uns persönlich. Es ist zu schade, dass... So heißt es. Die Erzählung wird niemals sterben. Alles, was ihr erlebt habt, geschah allein um meinetwillen. Es war Gerechtigkeit. Bla bla. Ihr hingegen, ihr Eure seid Ballade etwas ist aus. Vielleicht. Aber ihr und ich, wir sind gleich. Wir fordern die Vergangenheit heraus und streben danach, die Zukunft neu zu schreiben. Wir singen das gewaltigste Lied von allen. Die Tuata haben mich gelehrt, dass die Macht nur zu jenen kommt, die den Willen zur Zerstörung haben, die bereit sind, neu zu beginnen und neue Geschichten zu erzählen. Und im Prismea haben sie die Mittel gefunden, um es wahr werden zu lassen. Ich weine um das, was hätte sein können. Ihr und ich, wie wir Seite an Seite die Macht des Kristalls nutzen. Aber es kann nur einen Helden geben. Thank you.
Ja, das sieht gut aus. Wir sind besser. Da kommt er, der Graborka. Mach ihn fertig. Ah, ich muss das nehmen. Mädel, du stirbst jetzt. Nimm was. Tut das nicht. Was? Ich flehe euch an. Ich suche doch nur nach Gerechtigkeit für alles, was mir in all diesen Lebensspannen angetan wurde. Habe ich das denn nicht verdient? Wie? Wie schnell ging das jetzt? Wie geil ist das? Wir sind gut genug gewesen. Lass uns zusammen regieren von wegen. Ignorieren. Ihr seid dazu bestimmt zu sterben. Tut das nicht, ich flehe euch an. Ich ignoriere sie. Ich wurde ganze Lebensspannen hinweg ignoriert. Das wird niemals wieder geschehen. Endlich ist er tot. Und endlich ist sie auch tot. Wo ist sie? Da ist sie. Ich habe einen Screenshot gemacht und deswegen habe ich nicht so schnell Y gedrückt. Die Maid von Windermere, sie ist endlich besiegt. Die olle Kuh. Naja, eigentlich fand ich sie total cool immer, muss ich sagen. Aber ich habe damals so den Hintern mir aufgerissen, dass ich die... Wieso kann ich auf einmal so viel mitnehmen? Warum? Warum kann ich alles mitnehmen, ohne dass ich mein Inventar irgendwie und... Und jetzt können wir auch endlich den Stein da hinten endlich mal benutzen. Mein Gott. Die Maid von Windermere hat verdorben und Freiheit hat gestohlen. Sie liebt ihren Sklaven, diesen skeletthaften Verstand des Schlafs, einen tödlichen Heiden der Unterwerfung, der in der Nähe zittert. Ihre Berührung von Ekstase so nieder, sie lacht. Sie ist alles. Ich verehre sie. Ich liebe sie. Ohne Ablehnung, Unzufriedenheit, Leugnung oder Falschheit. Manchmal unter einem Schleier des glücklichen Zufalls, um zu beweisen, dass es sie nicht mehr gibt. Meine alte Liebe, Belmaid. Es gibt nur Magwür, nur Belmaid. Eine schöne Ballade. Echt toll gemacht. Das fängt nochmal wieder so die Stimmung der Maid auf. Es ist so krass, dass wir sie besiegt haben. Sie liegt jetzt hier im Wasser und das war's. Der Hammer. Also ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Ich hatte es halt so schwierig in Erinnerung. Und das ist doch toll. Also da bin ich jetzt stolz auf mich, beziehungsweise das war jetzt wahrscheinlich, hätte ich schon längst wieder mal zu ihr gekonnt. Weil, naja. Weil wir halt längst stark genug waren, aber das weiß man halt vorher ja nicht so. Wie, welchem Level so, wenn man es halt blind spielt. Super, ich freue mich. Echt, ist toll. Ich dachte jetzt auch, ich müsste vielleicht in den nächsten Part sogar noch reinkämpfen. Aber dass das jetzt so schnell ging... Ja, jetzt stellen die Graborkas anscheinend gar nicht mehr so eine große Gefahr dar. Und wir können doch auch ganz schnell dahin reisen, oder? Muss ich jetzt hier... Ah, ich bin ja schon fast da. Na gut. Und ich will meine Sachen auch endlich mal angucken. Warte mal. Das können wir doch mal hier jetzt eben machen. Was haben wir denn eigentlich bekommen? Was haben wir denn hier? Haben wir da irgendwas drinne? Das hatten wir vorher auch schon drinne. Was ist denn neu? Ach, das Zepter. Nö, das brauche ich nicht. Aber wir hatten irgendwie eine gute Rüstung bekommen, ne? Hier hatten wir das. Das ist auch nicht besser. Wir haben schon längst bessere Sachen. Aber damals hätte ich mich wahrscheinlich voll gefreut.
hier haben wir was Neues. Genau, Stiefel des Söldners. Ich hatte nämlich was Gelbes gesehen und gehört ja immer zu einem Set. Und das ist natürlich super. Das packe ich dann nach Hause in meine Kiste im Netzwald. 13, das ist ja nicht so toll. Da haben wir eigentlich auch schon Besseres. Und hier brauchen wir halt die anderen Sachen zum Set, sonst bringt es natürlich nicht viel. Ja, okay, gut. Viel Beute ist das jetzt auch nicht, vor allem was Waffen angeht und so. Aber gut, wenn man jetzt halt schon so viel stärker ist, dann ist klar, dass wir woanders schon längst bessere Sachen finden. Haus der Balladen, rein mit dir. Jetzt holen wir uns unsere fette Belohnung. Und vor allem haben wir damit das Haus der Balladen beendet, denn die Maid... Oh, guck mal hier! Wir ehren euch! Haha, wie die alle jetzt kommen hier. Die Heldin kehrt zurück. Guck mal, ja, hey Leute. Ihr habt es geschafft. Meine Freunde, ja. Ihr habt gesiegt. Ja. Cool, ne? Ihr seid zurückgekehrt. Siegreich. Ich bin wieder da. Ich weiß, ihr hattet die Möglichkeit, unsere Erzählung zu verändern und sowohl die Maid als auch das Haus der Balladen von ihrem natürlichen Weg abzubringen. Und doch habt ihr es nicht getan. Ihr habt die Hexe Magwyr niedergestreckt und unser Vermächtnis wiederhergestellt. Zumindest für den Moment. Und doch gab es auch Verluste. Der Tod der Maid hat Vincents Machtlosigkeit offenbart. Dieser Zustand darf nicht von Dauer sein. Und so habt ihr nun euren rechtmäßigen Platz eingenommen. Fortan seid ihr Königin des Hauses der Balladen. Wie cool. Neue Schicksalswendung erhalten. Bilderstürmer. Da du dich entschlossen hast, dein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, hast du die alten Lieder auf ewig umgeschrieben und dich zum neuen Herrscher des Hauses der Balladen aufgeschwungen. 10% Schaden mit Feinklingen, 6% Mana, 3% Chance, 5 Leben zu rammen. Super. Das freut mich natürlich. Und ja, vielleicht kann er nochmal zum Helden die Maid was sagen, aber dann haben wir es auch eigentlich geschafft. Sie ist die Grundlage unseres großen Vermächtnisses, der Kanon der Geschichten, die von sämtlichen Sommerfeiern gefeiert werden. Mit ihr beginnt unser ewiger Kampf mit der Maid von Windermeer. Getrieben von ihrer wahnsinnigen Liebe zu König Vincent, fängt ihn die Maid schließlich mit einem Zauber des Verlangens ein und zieht sich in ihr Schloss zurück. Dort wartet sie, um die Vereinigung zu vollziehen. Doch noch ist nicht alles verloren. Beflügelt von seiner Leidenschaft für Belmaid, seine wahre Geliebte, kämpft Vincent gegen den Zauber an. Er schließt die Maid in seine Arme und erschlägt sie ein für allemal. Ich habe sie natürlich in dem Kampf dann auch, als sie so kurz vorm Ende war, ignoriert. Ich wusste in dem Moment wieder nicht so, was soll ich machen. Aber ich wollte eigentlich nicht Mitleid unbedingt mit ihr haben. Obwohl, ich weiß nicht, ob sie das verdient hätte. So, oder ihr könnt ja mal sagen, hätte sie es verdient, dass man Mitleid mit ihr hat. Ich glaube, dass sie einen irgendwie über den Tisch gezogen hätte dann. Also ich weiß nicht, ob man ihr so vertrauen kann. Es ist wirklich schade um Vincent. Ja, aber die, also... ist auf einer Was Seite wünscht ihr, meine Gebieterin? Traurig mit ihr und auf der anderen Seite irgendwie, ja, musste man sich entscheiden und ich denke, es ist schon richtig, dass sie jetzt tot ist und ihr Leid auch beendet ist, aber trotzdem sind immer so ein paar schwierige Entscheidungen, da ich mich schwer entscheiden kann. Allgemein dachte ich, ignoriere sie jetzt einfach mal und setze dem Ganzen ein Ende. So, das Haus der Balladen ist beendet, die Maid ist besiegt, wir sehen uns im nächsten Part. Mal gucken, was ich dann mache, wahrscheinlich weiter die Nebenquest abklappern, aber ich wollte einfach mal wieder den Spannungsbogen kurz anheben und zwischendurch das mal geschafft haben. Dann geht's mit dem anderen Kram weiter und dann mit dem Hauptquest. Bis dann!